Und die Stange hier quasi in eine Ecke und dann so, so ein Trapez irgendwie so, gell? Sonnenschutz für unseren Olaf. Und der Bode halt, gell? Was meinst du? Eher so Holzbohlen? Ach, was oder was Quadratisches. Das muss aus Stein sein hier alles. Aus Stein. Aber wenn ihr jetzt drauf Umfeld umkippt. Mhm. Lieber Holz. Stein. Wieso Stein? Ist da drunter eigentlich? Hm? Was ist da drunter? Hier ist gar nichts drunter. Das ist eine 30 cm dicke Betonplatte, die fast 2 Meter in die Boden geht. Aha. Gell? So, und jetzt? Dann guck da, he? Was haben wir da für einen Beitrag hier? Aha. Hol er doch so den Stuhl. Nee, ich sitze gerne auf dem Boden. So. Mhm. Okay. Erzähl mal, was gibt's denn? Ja, was denn? Das ist Vatertag heute. Ja. Und ja. Müsste vielleicht mal heiß waschen, damit es wieder angeht. Jetzt geht es nicht ein. Gute Qualität. Boah. Danke. Großer Meister. Ja, das kommt gut. Das riecht nach Kompetenz, würde ich sagen. Mhm. Oder? Mhm. Ja. Kompetenz riecht es schon, ja. Weißt du, wie lange ich schon kein Poloshirt mehr habe? Ist das so? Wie lange? Frage? Sehr lang. Oh! Das passt mir. Der Einsatzleiter ist das, jawohl, ich komme da. Nee, da steht Einsatzleitung drauf, das ist genderneutral. Pass ich zweimal rein, ich bin jetzt trotzdem. Sehr gut, dass du das machst. Wenn du was brauchst, sagst du Bescheid und dann kann ich was besorgen. Ja. Das mache ich ja an der Wand. Hier wird man immer versorgt. Kaffee. Mhm. Klamotte. Ja, ich da ist. Pass auf! Guten Tag, kommst genau richtig. Das ist der Vollgravierer. Du bist unser Handwerker.
nur spiegelverkehrt denke. Geil. Ja. Hat sogar Gesichtserkennungsnachverfolgung. Also ich mit Fernbedienung? Nee, das ist hier der Joystick. Du kannst gleich ausprobieren. Moment. Gesichtserkennung. So, nimmst du so? Aber geil. Muss ich kaufen? Wo ist her? Wo ist her? Nebenan.de. Genau wie diese Tante hier ein Mann. Nee, Internet von Bart. 33 Euro, das kostet auch viel mehr. Geil. Soll ich auch mal mehr, gell? Ey, cool. Soll ich auch mal? Das ist immer geil, Alter. Ja? Komm mal her, wir übernehmen mal mein Gesicht. Nee, du musst mit deinem Gesicht da reingucken. So, ich geb dir den Hut, Achtung. Aber. Den verschwitzt der Hut wieder. Jetzt sag mal was an. Guck mal da. Was willst du mal vorstellen? Immer weggeschrieben. Geheim.
Das ist mein Fall für die nächsten 20 Jahre. War mein September, also. Raus aus Deutschland komme ich her. Ich muss euch sagen, die Sonne brennt sehr. Ich muss schon sagen, wir haben es so schwer. Findest du? Finde ich gar nicht. Hallo. So schwer haben wir es gar nicht. Überlege mal, wir waren arm Eltern. Solche Idioten von Kindern in die Welt zu setzen, wie du eins bist. Da war ja mein Sohn und meine Prachtschau gegen euch. Aber nichts Anwesenheit zur Tatsache ist damit nicht widerlegt. Ich hatte das Lehrunterstützung erwartet. Was war das? 187? Ich habe eine neue Lieblingsfarbe. Etwa Ja, das Polyester aus den Bomben passt 100% zu den Swift-Rot-Jacken. Und der lokale Firmensitz von Swift-Rot heißt Ich habe in der Datei nach verärgerten Mitarbeitern gesucht, um Kunden, die aus ihren anderen vielleicht eine Wut auf die Farbe haben können. Und Hinweise? Norman Sterling, ehemaliger Manager. Wie groß ist seine Wut? Er wurde letztes Jahr nicht verpflichtet. Ist der gut? Wir hatten ziemlichen Aufstand in der Zentrale gemacht. Und seitdem ist er arbeitslos. Und jetzt sitzt er da und bastelt Bomben. Namen Sterling? Boah, und meiner braucht ewig. Dann bist du schneller. FP. Weiß. Ihnen können diese Initialen nicht bekannt tun. Was soll das bedeuten? Die Bomben als Wege auf die First Ride Autovermietung unter Scherzen berlin. Bomben? Ist das ein Scherz? Ich bin in meinem Leben noch nicht mal in der Nähe von sowas gewesen. Der Stoff dieser orangefarbenen Jackets da drüben ist offensichtlich auch zur Herstellung der Bomben benutzt worden. Die gehörten zu meiner Arbeitskleidung. Und? Sie wurden letztes Jahr gekündigt und verwenden anschließend einen Prozess auf Wiedereinstellung. Und weil sie im Firmenhauptsitz letzten Jahr um sich geworfen haben, hat die Firma sie angezeigt. Ich rufe meinen Anwalt an. Können Sie vom Auto aus tun? Nein, die Ecke aufs Präsidium kommen. Ruf Mama. Wo haben die Ruhe aus, wo man da? Die werden naschen. Die hat das Füße etwas an sich. Crystal Hopkins wurde mit dieser Korn stranguliert. Fingerabdrücke gibt's nicht, aber aufgrund der Zugkraft vielleicht Epithelialgewebe von der Hand des Mörders. Abgerieben, ja. Für eine DNS-Analyse müsste das doch reichen. Ja, wenn's frisch genug ist. Kontrollanruf, wo ist mein Telefon? Ja, du dran. Drückst du mal drauf, wer ist denn das? Zentrale? Ja, Dieses gerade gelassen. Was? Ah, schön. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Ich dachte, du verarschst mich, aber du hast echt einen Segelflugschein, oder was? Nein, ich habe hier Leute, mit denen kann ich fliegen. Darf ich da auch mal mitfliegen? Ich könnte ja da was filmen. Das nächste Mal gerne, ja. Oh ja, nehme ich mir Zeit dafür. Dann komme ich auch ein bisschen früher durch. Wir sollten jetzt zur Polizei rübergehen. Okay. Gehst du dann heim? Willst du, dass ich heimgehe? Also ich übernachte hier nicht. Hallo. Nein, ich muss da bleiben. Nee, ja, eine Stunde bleibe ich noch da, aber ewig bleibe ich nicht. Nein, mein Geist auf hier stand stabilisiert. Das hat sich nicht gewandelt. Bringst du was zu essen und zu trinken mit?
Das weiß ich nicht, falls das billige ja. Okay, alles klar. Dann würde ich einfach mal sagen, ich meine, ich habe ja auch schon längere Zeit gehungert und gedarft. Also ich verhungere jetzt nicht, ich habe jetzt zwei Müsli-Riegel noch, ja. So, auf der Rückfahrt. Und Wasser bekomme ich auch noch aufgefüllt und Olaf ist versorgt, sehe ich. Der hat auch Wasser. Du brauchst Wasser. Und was brauchst du noch? Ode brauche ich. Ode brauchst du. Wasser habe ich selber genug. Alter, bis denn. Egal, warum noch einmal? Okay, doch ein bisschen besser. Vom Schulamt in Las Vegas. Immer zweimal drücken. Man ist zu einer Highschool zurückverfolgt. Seminary. Sterling Sohn geht dorthin. Also so, der Olaf hat jetzt mal gemeint, ich soll das jetzt mal selber erledigen. Weil Matze ist ja irgendwie, der chillt auch gerade. Mit CSI Miami oder Chicago Fire und so. Während Marcel, ja, gönnt sich ja heute mal wieder auch mit Segelfliegen. Und ich bin hier der Kameramann. Ja. Und Olaf möchte eine Reckstange. Und hat noch ein paar andere Wünsche. Und das zeige ich jetzt mal so ein bisschen. Und hoffe mal, dass der ein oder andere von euch jemanden aus dem Baumarkt kennt. Oder vielleicht sogar in der Familie hat, Verwandtes. Oder als Nachbarn. Also, los geht's. Der typische Olaf-Fanclub wird das hier schon kennen. Ist für mich aber auch neu. Hubert Oskar von Calden wurde vergast. Und Peter Kulz enterbt. Natürlich nicht so schön. Also konzentrieren wir uns hier besser auf das Positive. Wie zum Beispiel ein Stapel mit abgenutzten Autoreifen unterschiedlicher Profiltiefe. Könnte man ja vielleicht irgendwie noch verwenden. Ah, früher hat man so Kinderwippen damit gebaut zum Abfedern. Das ist, glaube ich, immer noch dieser Zigarettenautomat. Sieht aber vielleicht eher aus wie, ja, ihr wisst schon. So, und hier ist eigentlich das Wichtigste, liebe Bauleiterinnen und Bauleiter. Das war mal eine alte Hebebühne. Und das sollte was Neues werden. Und dazwischen soll eine Reckstange, damit der Olaf, ist ja auch nicht mehr ganz der Jüngste, hier seine Klimmzüge machen kann. Und dann kam ich auf die Idee, da oben ein rundes Haus drauf. Ab und zu spielen hier auch mal Kinder. Und die Älteren sitzen hier. Allerdings noch auf Beton statt auf Holz. Das ist zumindest schon mal die erste symbolische Lösung eines angedeuteten Sonnenschirms, weil es hier doch manchmal in der Mittagszeit ganz schön dem Olaf auf den Schädel scheint. Und dann hier natürlich, dadurch, dass es ein bisschen abschüssig ist, naja, Deutschland ist eine Autonation und nicht besonders gut im Bauen von Rollstühlen, welche vielleicht so mit 3-4 Zoll Reifen ausgestattet sind und elektrifiziert mit Schildkröten und Hasengang. Das ist okay für die allgemeine Ergotherapie, um den Müll rauszubringen. Hier steckt noch eine Menge, viel zu viel Arbeit. Schrauben und Werkzeug sortieren.
Das sind alles potenzielle Gefahrenquellen für Kinder. Und Stolperfallen für Erwachsene. Was in dem Garten ist, weiß wahrscheinlich auch keine Sau. Da fliegt schon irgendwie. Was guckt ihr eigentlich wieder für Fernsehen? Was guckt ihr wieder für Fernsehen? Wir gucken heute Fußball. Ah, okay. So, Fußboden ist hier ein Dauerthema. Gell, Matze? Ist da überhaupt ein Wasseranschluss für die Spüle? Hm? Hm? Nee. Was? Nee. Muss ich pissen? Ja, funktioniert. Der hat den Ventilator, meine ich, den kleinen. Uhu. Ach, ich will dich jetzt nicht deinen Pullermann sehen. Zwei Geschwindigkeitsstufen hat er, also nicht stufenlos, gell? Funktioniert er noch? Wo hast du den her? Der ist immer richtig old school. Aber richtig. Du, warum geht denn hier das Fenster nicht auf? Das habe ich schon gemerkt. Da geht das Fenster nicht mehr auf. Habt ihr das zugnagelt? Ja, weil es kaputt ist. Warum? Ja, dann muss man es reparieren. Was ist mit dem Speicher? Habt ihr da oben jetzt schon Leichen vergraben? Hallo? Da können wir doch oben Bumsbude drauf. Für Olaf. Oh, da ist noch. Ist das, hast du zwei Ventilatoren davon? Ja, aber alles. Stehen jetzt gerade darüber getragen. Habe ich gar mitbekommen. Tatsächlich. Ich habe schon gedacht, es ist mir vorhin nicht aufgefallen, dass der da steht. Olaf. Was ist hier los, Sam? Ich werde umziehen. Ach, dann kann die Polizei nichts, wenn ich den Finger zeige. Das krieg ich nicht. Sag mal, hast du besondere Gelenke? Das geht gar nicht. Was mit der Ausgeburt erfahren hat? Gilroy lässt sich erst mit mir ein, dass ich jetzt nicht bin geeignet. Du hast eine Burnout, sie beweist das doch, oder? Und da mache ich dann so eine aus dem Dampf, mache ich dann so einen Zeitraffer raus. Mache mal so. Das ist jetzt wascht es ja. Das ist okay. Ich hab das vergessen. Und drückst die Hände so weit wie möglich zusammen. Ja. Und drehst die Hände nach oben. Ich auch. Na gut, hör mal, Sam. Ich weiß, wie gut. Guck mal, wie weit ich zusammenkomme. Kann ich dich zu einem Bier einladen? Ha. Bitte, ja. Ich bin gar nichts. Sag nochmal, jetzt. Merkel-Raut, oder was? Guck schon, Marius, guck schon. Ey. Ganz, guck, ganz, wo ich da aber. Schau wie ich. Du fährst dich nicht. Ja. Genau, wir haben so. So weit war ich. Noch vor kurzem.
Aber jetzt, du, ich komm in die Jahre, du. Ach, war. Ich krieg da meine Füße nicht mehr bis an meinen Schädel. Früher hab ich den hinter der Eins gehackt. Ich muss mit den Federn einen Termin machen. Wann sie mir meine Nägel schneiden. Ich komme doch kaum noch runter. Ich schneide. Und dann kriege ich solche Scheißkrämpfe. Aber hier und hier hat man es mit einem echten Verbrechen zu tun. Und das ist der Schlimmste, der mir hier. Da kommst du nur mal runter. Aber bis zum Gürtel kommst du hin, oder? Hä? Bis zum Gürtel? Ja, bis zum Gürtel kommst du wieder hin. Aber nicht Schuhe, beziehungsweise, ja, soll ich dir hier, soll ich dir mal so eine Nagelscherenfrau besorgen? Hab ich ja. Okay. Renal. Marcel, seine Frau, bei uns bleibt alles in der Familie. Top, prima. Oh, die mit Massage, ja. Werde ich kalt gestellt, lösen sich alle meine Fälle in Luft auf und viele von diesen Schweinen sind weiter frei. Wenn sie entbunden hat. Oh, dann hat die aber erstmal andere Sachen zu tun. Dann muss sie erstmal Milch abpumpen. Dann kriegst du vielleicht noch Muttermilch. Könnt ihr dann Marcel mal ein bisschen Milch mitbringen? Ich mach das schön. Milch, Marcel. Ich mach das schön, Babysitter. Das verjüngt vielleicht dann. Marcel mit Rasen. Und ich passe auf den Philipp auf. Ja, finde ich gut, super. Ja. Und der Marcel passt auf mich auf, dass ich den Kleinen den Blödsinn beibringe. Doch, ein bisschen schon. Der braucht auch ein bisschen immer. Ja, das war gewohnt. Ganz interessant. Ja. Damit alle Wasser gewaschen ist. Er hat einen Anruf gekriegt. Ich stelle sie so wie unser ein. Bist du nicht die Staatsanwaltschaft? Die sind klar. Ah. Im Anruf nannte keiner seinen Namen. Schon die Ratze an seinem Telefon war nicht gerade egal. Dann kommt er zu der Opa. Olaf. Ein Babysitter. Ist das schön. Gut, du wartest hier. Den dürfen wir nicht verstehen. Ja, jetzt ein bisschen Strahl. Ach ja, Olaf. In welcher Farbe soll denn die Hauswand gestrichen werden jetzt mal final? Können wir das mit dem Grün und Lila irgendwie einbauen? Die Freunde da drüben. Die welche? Ja, wo es durch den Wald geht. Okay. Ja, nur in dem Lila. Ja, an der Anzeige. Ja, da kommt ja noch der Beamer hin. Nee. Leinwandbeamer für Videoabende mit Seniorentreffen. Schneeweiß. Ja, schneeweiß, aber hier die Seite, die bunte Seite muss doch auch hier, mal... Hier, das ist quarzweiß hier. Wir hatten das verhuddelt. Aber vorher muss die glatt verputzt werden. Ja, meine ich ja auch. Und da gehört mal nur der Spiegel rein. Kette durch außergewöhnliche Ereignisse.
Kann man doch nicht lassen, sowas. Matze, hier, da kann man mal Kinderspielzeug rausbauen, weißt du, wie so Golfschläger oder so, so Cricket, Cricketmeisterschaften. Immerhin hast du sauberes Wasser. Ein bisschen was habe ich doch trinken lassen. Hier. Der Anstandsrest. Warum nimmt der die große Platte? Da tut die kleine zum Warm halten. Das ist ein Löffel. Ach, guck mal, wie heiß das nachher ist. Dampft doch ganz schön. Ich erspiegel, bevor ich hier was esse. Hot, hot. Challenge, Olaf. Also ich kann da kein Essen. Da verbrenne ich mir die ganze Zähne. Nix.
Was machst du jetzt? Zähne putzen oder gehst du jetzt auch? Ah, ja, genau. Ja, erst mal Platz schaffen. Platz schaffen für die Suppe. Willst du in der Hand halten? Was? Hupf mal mit. Mhm. Bei mir brauchst du ja einen, das ist sicher. Mhm. Oh, das ist gut, ja. Immer hinsetzen bei sowas. Was ist denn der Unterschied zwischen der Mühle und dem Scheißhaus? Ich dachte, du fragst wegen zwischen der Fliege und dem Elefanten. Was zwischen der Mühle und dem Scheißhaus? Ja. Sag du es mir. In der Mühle steht die Säcke. Mhm. Und im Scheißhaus hängt die Säcke. Mhm. Ah ja. Du hast deine Suppe vergessen. Oh, Alter, passt das super auf, Alter. Nee, die ist so ein Platz, aber steht. Okay. Ich hab hier keinen Platz. Die hält sich ja warm. Also, den mag ich die in die Schüssel, aber nicht die. Die kriegen die Kette, die Viecher raus. Das können Sie auch was sind das jetzt wieder? Dass die Mordkommission hier rumschnüffelt. Hau? Ich verstehe. Sind Sie mir deswegen gefolgt, um mir Komplimente zu machen und mir dümmliche Fragen? Ich möchte mich davon überzeugen, ob ich mit Ihnen zusammenarbeiten will. Matze, was habe ich hier im Fenster? Wie hier? Ich habe ein kleines Projekt, das Sie vielleicht interessiert. Ich melde mich. Er ist wieder. Fass er an. Der ist bei im Spiel der vertieft. Ich rücke nicht zu. Sehen Sie einen Ah. Fasan? Hier? Oh Gott, ich hab dich nicht erreicht. Ja, renn hier in den Busch um mir bei mir. Herr Snoopy, das Telefon ist seit vorgestern. Was wollte er? Er wollte überprüfen, ob ich so ein Monster bin. Oh ja, das werde ich jetzt auch gleich noch tun. Das ist nicht wahr. Ich wollte auch mal hier mal wieder ein bisschen da unten rumschnüffeln. Du musst dir keine Sorgen, um mich zu machen. Ich weiß ja, du willst verhindern, was immer ihr auch plant. Na, den Rollstuhl lasse ich natürlich hier, gell? Eine alte Heizung mitten im Wald. Oder besser gesagt auf dem alten Friedhofsgrundstück. Erzählt man sich hier.
immerhin. Ne? Ordentlicher Abzug für seinen Kamin. Für Olafs Kamin. Warum klebt da eigentlich Karton auf der Tür? Die können wir wieder wegmachen. Aha, wieso? Weil dieses Jahr kommt der Gummi rein hier. Da bestelle ich den Gummi. Aha. Die eigenen Möglichkeiten im Dunkeln lässt, muss er vom Schlimmsten ausgehen. Oder nochmal selbst fährt mich dort der Gummi-Mauer. Ja, das Also ich finde es jetzt schon ein starkes Stück, wie der Thomas sich geäußert hat zum Thema Cheeseburger und dann sind sie ab und davon und lassen uns hier im Umgriff. Ja. Schatz, so geht's ja wohl nicht. Nein, Mann, das ist auch meine Sorge. Ich rufe bei Lieferando gleich an, wenn es so weitergeht. Aber Flatrate, weißt du, jeden Tag. Voll Verpflegung. Volle Gerichtsverhandlung. Zum Frühstück Bacon und Beans. Wie bei den Briten. Bohnen und in der Pfanne gebrutzelte Speckscheiben. Ja, sicher. Hast du schon mal gesehen, dass ein Huhn Speckscheiben hat? Wenn man eine gut gesicherte Zielperson hochnehmen will, ist es wichtig, den richtigen Zugriffspunkt zu wählen. Fenster und Türen werden immer bewacht. Was guckst du da eigentlich wieder an, ja? Guck mal. Wenn man aber durch die Wand kommt, hat man das Überraschungsmoment auf seiner Seite. Und eine Staubschicht vom Beton. Der kann mir mal am Fuß knutschen hier. Oder an dem Fuß. Nicht so still da draußen. Das mit der Überraschung nützt einem natürlich nichts, wenn man in eine Falle tappt. Oh nein. Ich hoffe, du hast geht's dir gut? Beim Abseilen hält man das also mir geht's gut. Mit beiden Händen fest. Was ja ich glaube, uns geht's allen gut gerade. Und wir machen mal so Abschluss winke winke. Ich warte blöd. So, das kann man als Winken interpretieren, wahrscheinlich was man drin macht. Tschüss, Marcel. Also heute Vatertag 2024, deine Worte. Was möchtest du den Vätern von heute mitteilen? Ach du Scheiße. Ey, die sollen sich solche Berufe aussuchen, wo sie sich körperlich nicht so kaputt machen. Oder die werden Hochleistungssportler. Wo sie auf Millionen kassieren, dann ist es scheißegal, ob die Knochen kaputt sind. Okay, gut. Vielen Dank. Ja. Gute Nacht. Bis übermorgen.